beiden rudern noch ziemlich gut, oder? Ja, das sieht sehr dynamisch aus. Aber nicht nur das. Rudern ist sehr gesund, macht viel Spaß, hat außerdem noch eine sehr lange Tradition. Und Deutschland ist international sehr erfolgreich, ganz anders als im Fußball. Echt? Echt. Ausdauer und Kraft, Spannung und Entspannung, alleine oder mit anderen. Rudern, das ist Bewegung in Vielfalt. '30. Ein neuer Sport kommt über den Ärmelkanal nach Deutschland. Britische Kaufleute gründen in Hamburg den English Rowing Club. Bald lassen sich die Hamburger von der Ruderbegeisterung anstecken. Das ist die Geburtsstunde des Rudersports in Deutschland. Als 1883 der Deutsche Ruderverband gegründet wird, ahnt niemand, dass dieser später bundesweit und international einer der erfolgreichsten Sportverbände sein wird. Richtiger Leistungssport. So schnell, also muss man schon richtig gut trainiert sein und einen anständigen Trainer haben. Ja, man braucht gute Voraussetzungen, man braucht einen guten Verein, man braucht vor allen Dingen auch Mitruderer, die das Gleiche mitmachen wollen. Diese Gemeinschaft ist wichtig, der Trainer ist wichtig. Da sind viele Komponenten, die zusammengehören. Es gibt kaum Sport, wo man das also so unbedingt braucht. Rudern im Wettkampf, das ist Leistungsbereitschaft und Leidensfähigkeit. Unheimlich tolle Momente, wenn man im Training ist, morgens ganz alleine auf dem Wasser, der Tag beginnt und man dort die Natur wahrnimmt und das Boot und alles, das ist schön. Und dann natürlich, wenn man das Rennen als Sieger über die Ziellinie absolviert hat. Schönster Moment ist natürlich, wenn es gut läuft im Boot. Also wenn man Spaß hat zusammen am Sport und ja, wenn man damit noch erfolgreich ist. Zu wissen, dass man der Beste ist und am Ende auch irgendwo einen Erfolg zu haben, wo man denkt, wow, das ist was, da habe ich was erreicht. Also ich denke, ich bin dabei geblieben, weil es einfach so Selbstbewusstsein gibt, also weil es cool ist, schnell zu rudern und man dadurch was fürs Leben lernt, denke ich mal. Blöder Spruch, aber stimmt schon. So, Thomas, da sind wir jetzt. Der Ruderverein. Hier wird Rudern gelebt. Ob auf dem Wasser oder an Land, die einen profitieren von der Erfahrung der anderen. Beim lockeren Freizeitvergnügen oder im Wettkampf, als Ausgleich zum Beruf oder für die Fitness im Alter. Rudern ist sportliches Miteinander. Dynamik, Koordination, Technik und Naturerlebnis machen den Reiz des Ruderns aus.
Fast 500 Rudervereine bundesweit bieten eine breit gefächerte Infrastruktur für ihre Mitglieder. Der Verein ist auch Basis für den Leistungssport. Die systematische Talentförderung beginnt am Heimatort. In den Leistungsstützpunkten der Bundesländer trainieren die Weltmeister und Olympiasieger von morgen. Für sie alle gilt: Ja, ohne Quälen geht's halt nicht, ne? Sonst erreicht man nichts im Rudern oder überhaupt im Leben oder im Sport. Und das ist eigentlich auch das Schöne, wenn man sich wirklich anderthalb Stunden hier oder auf dem Wasser gequält hat, umso besser fühlt man sich. Rudern trainiert Herz und Kreislauf, fördert Kraft und Ausdauer. Nahezu alle Muskeln werden gefordert und das bei geringem Verletzungsrisiko. Auch Pierre de Coubertin, Begründer der Olympischen Spiele der Neuzeit, war von den vielseitigen Qualitäten des Wassersports überzeugt. Rudern sollte der Lieblingssport unserer jungen Leute werden, da keine andere Sportart ihnen die physischen und moralischen Qualitäten vermittelt, die sie brauchen: Energieinitiative, Kraft und Gesundheit. Was Pierre de Coubertin vor mehr als 100 Jahren formuliert hat, gilt immer noch. Rudern ist mehr als bloße Bewegung. Der Verein, das sind die Menschen. Gemeinsame sportliche Ziele sind ihnen hier genauso wichtig wie Geselligkeit und lockeres Miteinander. Das ist nicht nur der Sport an sich, so dieses Rhythmische, dieses schön durchs Wasser gleiten, diese Ästhetik, sondern es ist auch so halt dieses Drumherum, dieses Gesellige, danach ein Bier trinken, dann gemeinsam auf Regatten fahren oder Wanderfahrten und sowas. Denn Rudern, das ist Bewegung in Vielfalt.